Wie wäre oft der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung? Eine Zahnaufhellung kann das Lachellen verbessern und das Selbstbewusstsein steigern. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, wie der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung verläuft, um mögliche Komplikationen zu vermeiden und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Nach einer Zahnaufhellung kann Indizierte empfindlich sein. Dies ist eine normale Reaktion auf die Behandlung und sollte innerhalb weniger Tage verschwinden. Es wird empfohlen, während dieser Zeit auf Heilei und kalte Speisen und Getränke zu verzichten, um die Empfindlichkeit zu reduzieren. Zusätzlich kann es zu leichten Irritationen des Zahnfleisches kommen. Dies ist ebenfalls normal und sollte sich innerhalb weniger Tage von alleine lassen. Es ist wichtig, während dieser Zeit eine gute Mundhygiene beizubehalten, um Infektionen zu vermeiden. Es ist wichtig, nach einer Zahnaufhellung auf bestimmte Lebensmittel und Getränke zu verzichten, die Verfärbungen verursachen können. Dazu gehören Kaffee, Tee, Rotwein und Tabakprodukte. Es wird empfohlen, diese Produkte zu vermeiden, um das Ergebnis der Zahnaufhellung zu erhalten. Es ist ratsam, regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Genesungsprozess nach der Zahnaufhellung erfolgreich verläuft. Der Zahnarzt wird den Fortschritt überwachen und bei Bedarf weitere Behandlungen empfehlen. Es ist wichtig, auf die Anweisungen des Zahnarztes zu achten und die empfohlenen Pflegehinweise zu befolgen. Dies kann das Ergebnis der Zahnaufhellung verbessern und mögliche Komplikationen vermeiden. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung normalerweise problemlos verläuft. Es ist wichtig, auf mögliche Symptome wie Zahnempfindlichkeit und Zahnfleischreizung zu achten und bei Bedarf rechtzeitig einen Zahnarzt aufzusuchen. Eine gute Mundhygiene und die Einhaltung der Empfehlungen des Zahnarztes sind entscheidend für den Erfolg der Zahnaufhellung. Mit der richtigen Pflege kann ihn die Ergebnisse lange anhalten und ein strahlendes Lachellen Jahre gewährleisten. Insgesamt ist es wichtig, geduldig zu sein und den Heilungsprozess nach einer Zahnaufhellung zu respektieren. Mit der richtigen Pflege und regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt kann ihn mögliche Komplikationen vermieden und ein dauerhaft strahlendes Lachellen erreicht werden.